Servus Freunde, herzlich willkommen zurück hier beim großen Rom-Zercrunchen bei Total War Rome 2 mit Ralf und Max. Grüß euch! Herzlich willkommen zurück! Ich beende meine... Ah ne, warte, ich bin ja gar nicht dran. ja, das ist ein Versuch, Max. Das ist jetzt so ungewohnt, weil normalerweise, wenn wir einen Part starten, dann sage ich immer so, und ich beende jetzt meine Runde. Ja. Tja, hat sich schon mehr oder weniger eingebürgert, aber... Ja, man muss ja auch immer mal wieder von der Norm abweichen, sonst wird's ja langweilig. Ja, natürlich. Sonst gewöhnen sich die Leute noch irgendwie dran, dass wir irgendwas konsistent machen. Das wäre langweilig. So, ich werfe jetzt mal einen Blick auf die Weltkarte, von der wir noch nicht allzu viel sehen können, leider aus unserem sehr eingeschränkten Sichtfeld. Aber was ich gerade sehe, ist, dass die soeben echt wahnsinnig groß geworden sind. Ja, die sind auf jeden Fall, sobald der Römer vernichtet, ist unser nächstgrößerer Angriffspunkt, schätze ich. Alter, und Athen ist ja mal riesig. Echt? Mach mal die taktische Übersichtskarte auf. Oh. Schau dir das mal an, ey, wo die überall sitzen. Wo sind die nochmal? Einfach Tab drücken. Ah ja, genau die. Alter Verwalter. Und Sparta hat auch ein paar Sachen. Ja, die haben mir in der letzten Aufnahme den Krieg erklärt. Na super. Sehr, sehr geiles Sparta. Ja, aber Athen, ey, was geht mit denen ab? Athen haben sie nicht mehr. Das haben sie an Sparta verloren. Aber... Sehr interessant. Naja. Wir werden sie im Endeffekt alle in Grund und Boden crunchen. Ja. Was dieser Werner da macht, würde mich aber mal interessieren. Ich glaube, ich muss mal einen Spion dort ausbilden und dem ein bisschen auf die Eier gehen. Der Werner wird eh nichts mehr machen. Wenn du möchtest, könntest du mit Virtus Fresh Homies diese Schwerter des Ruhms da wegklatschen. Weil dann kann ich nächste Runde Tolosa angreifen. Massalia meine ich. Das könnte ich ja mal machen, ja. Tja. Ich hab sie schon extra verletzt. Tötet sie alle! Ja, ich denke, das geht automatisch, oder? Ja, das läuft. Ja, würde ich auch sagen. Da. Der Todesschrei von ihm war gerade geil. Entscheidender Sieg. Ja, okay. Diesmal töten wir mal die Gefangenen. Ich höre mal auf, Leute zu versklaven. Ach was. Ja, langsam fangen meine umliegenden Städte an, unruhig zu werden. Da kann man nichts machen. So ist es. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Bau auf jeden Fall in Tarraco mal wieder eine Agora. Kannst du die Virtus Fresh Homies noch so an die Grenze von dem Einflussbereich von Massalia stellen? Geht es noch? Maximal im Gewaltmarsch. Ja, das wird mir schon reichen. Wobei, lass es, weil du hast Kavallerie drin, die stark geschädigt ist. Lass es. Ja, richtig. Richtig. So. Ach ja, eigentlich wollte ich irgendwo schauen, ob ich Geld einsparen kann. Jetzt habe ich es lieber stattdessen ausgegeben. Och nö, ach komm, ach. Was ist los? Ja, die Rebellen haben eine Armee. Mal wieder, nichts Neues. Ja. Im Westen nichts Neues. So, ich habe was gefunden, wo ich Geld einsparen konnte. Die Aufrüstung von Lily Byron kann ein bisschen warten. Ich will nämlich auf jeden Fall einen neuen Spion haben. Und zwar nehme ich Jezebel. Nein, nicht Jezebel. Aber hallo Jezebel. Und Jezebel darf sich dann mal dran machen, die Wächter des Teutates systematisch kaputt zu machen. Schön nach und nach immer mehr vergiften. Auf dass sie irgendwann nur noch von Attacco in Tarraco umgepustet werden müssen. Und damit beende ich die Runde. Haha, Le Sceptre. Rebellion in Limonum. Die Piktonen kommen wieder. Keine Frage. Wer hat an der Uhr gedreht? So, unser verborgener Agent wurde entdeckt. Gnathos. So, dann werde ich erstmal den Gewaltmarsch aktivieren und meine Leute nach Limonum reinsetzen. Ich kann sie leider nicht in dieser Runde angreifen. Aber die Rebellen bleiben immer Gott sei Dank in einer Provinz. Ist aber auch gar nicht mehr so schlecht, weil ich krieg plus 20 die Runde. Öffentliche Ordnung, wenn ich die Rebellen am Leben lasse. So, auserwählte Speerbande ist jetzt vollkommen ausgebildet. Also die Armee.
Beweckt euch hier, Halunken! Ich glaube, Kurier wirst du nicht schaffen einzunehmen. Hab ich ja, das für Gefühl. Das wird ein bisschen schwierig werden. Das ist schon voll am Boden, die Stadt. So, Medlan wird jetzt weiter ausgebaut. Und zwar baue ich einen Hain der Rosmerta und einen Hain des Zernunners. Außerdem baue ich noch eine Feste des Stammesanführers. So, und kann ich es mir jetzt noch leisten, Tolosa umzubauen? Ich fürchte... Ah, doch. Das hier reißt sich ab. Das braucht kein Schwein. So. So, sonst noch irgendwas im Baubericht? Barbarische jetzt habe ich endlich eine befestigte Stadt in Medlan. Das heißt, nochmal bessere Verteidigungsanlagen. Und es ist jetzt eine barbarische Stadt und keine römische mehr. Okay. So, die heilige Anlage in Bur Digala ist fertig. Ebenfalls kommt hier ein Hain des Zernunners rein. Sofern man den so ausspricht, ich hoffe mal. So, und nun, mein Freund, wer wird wieder erobert? Und zwar erobern wir jetzt Kurier von den Römern. Ach so, ich dachte, dass die Kriegstreiber das schon belagern. Nee, die stehen nur daneben und plündern. So, es ist keine Garnison drinnen, ich kann die Siedlung einfach besetzen. Sehr, sehr geil. Vollkommen kampflos. So. Oh, okay, da muss erstmal, da müssen erstmal Umbaumaßnahmen vorgenommen werden, beziehungsweise Hof. Ja gut, das lasse ich sich selber reparieren, das passt schon. Wenn ich nächste Runde wieder Geld habe, dann... Das läuft. So, in Medlan bleibe ich erstmal noch drin sitzen. Ah ja, genau, und mit den Zertramplern Germania. So, schaffe ich es nicht mehr, die Runde bis nach Massalia, leck mich doch. Standard. Ja, das hat echt so. Aber gut, dann kriegen sie nochmal eine Runde Fortbildung. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, würde ich mal auch so sehen. Sicherlich. Ansonsten sieht es eigentlich momentan relativ gut bei mir aus. Ich kann mich nicht beklagen. Gut, Geld könnte ein bisschen mehr da sein, aber das würde jetzt kommen, wenn ich mal die ganzen Schmutztruppen rausschmeiße und sie durch die eisernen Fäuste quasi ersetze. Ja, mit den mit der auserwählten Speerbande, die übrigens echt gute Stats hat. Naja, gut. Ist meine besten Speerkämpfer. Da kann man schon erwarten, dass sie gute Stats haben. So, ja, klar. Runde beenden. Übrigens, der Sound vom Runde beenden anklicken ist immer noch der gleiche. Also das haben sie leider nicht zu dem Rome 1er konvertiert. Ja, gut. Aber die Hintergrundmusik, wie gesagt, ist einfach also von Rome 1 zum Meilen besser. Und deswegen haben wir uns diese Mod geholt. Oder ich habe es mir geholt und habe gesagt, Ralf, mach's auch oder du wirst gefeuert. Genau so war es. Okay, nee, das ist nur eine Armee bestehend aus 3 Einheiten. Okay, ich dachte jetzt, er marschiert mit einer fetten Armee auf Bibrak. Das hätte mich jetzt gewundert, aber... Er hat nur eine relativ schwächliche Armee in diese Richtung geschickt. Süß. So. So, der Norika, der Drecksack, bleibt einfach mal plündernd da drin stehen. Ja. Gut. Was ich schon mal sehr, sehr frech finde. Na, jetzt hat er sich verpisst. Ach so, hat er, okay. Ja. Ich habe trotzdem eine scheiß öffentliche Ordnung. Ja gut, das ist ja klar. Eine Runde nach der Einnahme. Ja, vor allem die Provinzhauptstadt gehört den Norikern, also Noraya. Ja gut, das wird schon wieder. Ja, die klatsche ich da auch raus. Du, sobald ja. Ich brauche nur noch eine Stadt hier einnehmen, und zwar Patavium. Dann habe ich erstmal Cisalpina, habe ich Ruhe, dann klatsche ich noch Genua weg, dann habe ich erstmal Cisalpina für mich und dann marschiere ich auf Noraya. Und den Rest unten in Rom überlasse ich dir. Also ja. Beziehungsweise Rom werden wir ja gemeinsam dann belagern. So, ja, richtig, definitiv. So richtig schön von zwei Seiden wegklatschen. Seidebacher Müsli. Von zwei Seidebacher Müslis wegklatschen. Da kannst scheiße wie ein Elch. Schützt es. Kannst du eigentlich mit den Wasserscheuen rein theoretisch Syrakus angreifen? Nein, das war eigentlich auch mein Plan, aber geht leider gerade so nicht. Schade. Aber das ist ein shamefulles Play. Ich werde es trotzdem so machen, dass ich die Wasserscheuen jetzt schon mal in die Richtung zumindest... Oder? Nee, geht gerade so nicht.
Ich werde es jetzt trotzdem so machen, dass ich die Wasserscheuen dahin schicke und die Nasskappen dürfen die Verteidigung Lily bei uns erstmal übernehmen. Das klingt vernünftig. Und da Syrakus keine große Problematik darstellen sollte, also das sollte ich relativ einfach einnehmen können, darf Balsamico Gisco gleich mal nach Cosentia weiter marschieren und gucken, ob es da irgendwas gibt. Nein, nicht Balsamico. So, nö. In der Zwischenzeit lasse ich noch die gute Jezebel, die ich mir extra in Tarraco rekrutiert habe, eine Militärsabotage an den Wächtern des Teutates. Wollte gerade sagen, der Werner hatte da noch eine Fullstack-Armee rumstehen. Ja, ja. So ein Narr. Ja, die wird jetzt nach und nach immer weiter aufgerieben von Jezebel. Ja, wenn sie Massalia verloren haben, dann ist es eh vorbei, weil dann kriegen sie Verschleiß wegen Nahrungsmittelknappheit. Ja, gut, das noch dazu, ja. So sind sie dann quasi doppelt gefickt. Oh, die hat ein cooles, einen coolen Haushalt. Lepra-Verkleidung. Plus 10% Chance auf kritischen Erfolg bei allen Aktionen. Ja, Lepra-Verkleidung ist super. Also ganz ehrlich, wenn ich in die Arbeit gehe und einen U-Bahn-Abteil für mich allein haben will, ziehe ich auch immer meine Lepra-Verkleidung an. Ja, finde ich sehr, sehr klug von dir. Würde ich auch so machen. Ja, ne, es wirkt. Also die Leute weichen alle zurück. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja. Verstehe ich jetzt auch nicht. Die haben offensichtlich was gegen Lepra-Kranke. Tja. Echt ein bisschen frech, finde ich eigentlich. Ja, ist wieder so typisch unsere Gesellschaft hier, aber na gut. Ja, ja. Echt schlimm. Was haltet ihr von unserer Gesellschaft? Ja. Schreibt es uns in die Kommentare. So. So. Ich glaube, dann habe ich schon wieder und darf das Zepter wieder. So, unzufriedene Bevölkerung, Umsturzversuch, Baubericht. Eieiei, das sind ja keine guten Nachrichten. Aber als allererstes will ich jetzt mal die Zertrampler Germanias hier. Ach ja, kacke, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, die Virgil's Fresh Homies dort in den Einflussbereich zu stellen. Macht nichts. Ja, das geht ja wohl in einer automatischen Schlacht, die rollenden Menhire wegzuklatschen. Niemals. Muss eine Echtzeitschlacht sein. Wie sofort die Musik wieder friedlich wird, nachdem sie Blut aus seinem Kopf spritzt. Ich find's ja super. Absolut. So. Okay, lustigerweise ist nur die Garnisonsflotte in der Schlacht. Ja klar, weil du die Garnison gerade in der Schlacht eben mit kaputt gemacht hast. Achso, ja dann. Tja, dann gehört Massalia jetzt endlich dem rechtmäßigen Besitzer. Da, du Narr! Dafür, dass du dich mir in den Weg gestellt hast. Und damit hast du, glaube ich, so ziemlich komplett Frankreich, oder? Ja. Nicht nur so ziemlich, sondern komplett. Ja. Tutto completo. Frankreich ist deins. So, sehr nice. Das erste, was ich jetzt mal mache, ist die barbarische befestigte Stadt hier in Massalia zu bauen, weil die war nämlich erst auf Stufe 1 hier. So. Dann wird hier definitiv... Oh, jetzt kann ich meine Streitkräfte aufwerten. Wie viele würde das denn kosten? Das kann ich mir nicht leisten. Das kostet 2400. Gut, der... Das ist mal teuer. Wo kannst du das machen? In Massalia, oder was? Ja, in Massalia, weil da steht eine Eisenschmiede drin. Ah, okay. Da könnte ich jetzt auch auserwählte Speerbande rein rekrutieren. Da löse ich dann gleich mal hier meine normale Speerbande auf und rekrutiere die hier rein. Bist du dir hundertprozentig sicher, dass du die Speerbande doch zu Auserwählter hättest aufrüsten können? Ich hab's gerade geschaut, das ging nicht. Okay, ich weiß nicht, das mit den 2400 wirkte mir gerade verdammt viel, aber gut. Ja, wobei, nee, mit Waffen, Schilden und so kann das sogar wirklich hinkommen. Ja, also die ganze Armee hätte ich ja ausrüsten können. Ja, also. Ja. So, Nemetakum, die eisernen Fäuste sind da. Kriegen jetzt noch keine heroischen Adligen mehr rein, weil ich kein Geld mehr habe. Okay. Da kann man nichts machen. Jetzt habe ich mal Geldmangel, das ist ja der Wahnsinn, hätte ich auch nie gedacht. Aber ich glaube, du weißt es, wenn du was brauchst, einfach verlangen. Ja, aber ich glaube, ich werde jetzt mal hier Schwertbande und Speerbande. Ich werde jetzt mal diese ganzen Schmutztruppen werde ich jetzt mal überall auflösen in den Armeen, wo ich sie nicht brauche. Schmutz. Blutrausch Britannias, da lasse ich sie mal noch drinnen, weil ich nicht weiß, was der Römer hier ausheckt.
beziehungsweise ich könnte mir eigentlich... Ja, komm, das läuft. Das läuft. Ja, ist jetzt gar nichts drin. Zack, und schon packen wir's uns. Diese Seilung für den Stamm annehmen. So, aggressiv. Ja, ich glaube, der Römer hackt ganz, ganz wenig nur noch aus, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Ich glaub, der dem, ist, glaube ich, ziemlich am Boden. Dem geht jetzt der Arsch ganz schön auf Grundeis, ja? Mhm. So was Blödes, ich hatte eigentlich auf eine epische Schlacht in Rom gehofft. Ja, die werden wir schon machen, auch wenn er dann uns fast nichts mehr entgegenzusetzen hat, werden wir das trotzdem irgendwie machen. Ja, die... Oh, okay, er hat Rom eh verteidigen können. Er hat uns vielleicht doch noch was entgegenzusetzen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall hat er jetzt komplett Cisalpina an mich verloren. So ein Narr. Ja, jetzt sitzt er tatsächlich nur noch am Stiefel. Und noch in Sizilien, aber das auch nicht mehr lange. Tja, er wird es dafür bereuen, dass er... Herr der Zeit? Herr der Zeit sagt, alles in Ordnung. 16 Minuten. Ah, echt? Okay. Ja. Guti gut. Also außer meine Tastaturuhr spinnt irgendwie, aber bis jetzt war sie doch immer sehr zuverlässig. Ja, das wollte ich auch sagen. So, jetzt verdiene ich nächste Runde 6.393, das ist mir zu wenig. Ich brauche bitte eine Runde. Wahnsinnsbesteuerung. So, 10.000. Runde beenden. Oh, ich kann noch Leute aufsteigen lassen. Ika? Dann lassen wir Ika halt mal aufsteigen, ne? So, Kaufmann. Okay, was kann ich hier denn noch geben? Ah, minus 6% Unterhaltskosten für Armeen, okay. Haha! Und Dagomaros kann auch einen Rang aufsteigen. Ich gebe ihm Gnade. Ne, ich gebe ihm nicht Gnade, ist scheiße. Kein Mensch braucht Gnade. Kommandant, los. Kommandant der Stufe 2. So, nun aber, Runde beenden. Sehr gut, mein Herr. Ja, das wird jetzt hier gerade richtig zum Selbst... Oh! Oh, die Römer haben sich Velatri zurückgeholt. Interessant. Ja, ganz so schwächlich sind sie wohl doch nicht, wie ich dachte. Wie wir hofften. Ja. Doch nur ein Narr kann hoffen. Tja, aber gut. Ich komme jetzt mit so vielen Armeen an. Ich glaube, jetzt dürfte er echt nicht mehr viele Chancen haben. Nee, er hat einfach auch zu wenig Gebiete dafür. Und ganz ehrlich, der hat nicht viele Armeen. Der hat jetzt vielleicht ein oder zwei Armeen, das war's. Ja. Die sind zwar immer noch sehr, sehr mächtig. Also diese Veteranen, Legionäre und... Prätorianer und alles, das darf man halt echt nicht unterschätzen. Ja, die, vor allem die Prätorianer. Ja, die sind halt einfach mächtig stark. Das die stimmt. Och, komm. Och, nö. Was ist los? Ja, diese Averna-Armee hier oben, die Kinder der Morgana, die tun da jetzt plündern. Ja. Aber das macht nichts, weil ich schicke dann einfach die eisernen Fäuste runter. Das geht dann schon. Ja. Läuft. Das läuft. So jetzt versuche ich erstmal wieder die Vorräte der Wächter des Teutates zu vergiften. So, jetzt erstmal die Steuern wieder ein bisschen senken, weil es war jetzt schon krass, aber mit der einen Runde Wahnsinnsbesteuerung kann ich mir jetzt wieder die ganzen Gebäudeumbauten hier leisten und das ist dann doch schon ziemlich wichtig. Ja, definitiv. Oh ja. Schön den Wächtern des Teutates ein Loch reingehauen. Nice one. Und ich würde sagen, Attacco in Tarraco hat jetzt seine erste... Ach, das ist gar nicht so eindeutig, wie ich gedacht hatte. Wollen wir vielleicht mal wieder eine Echtzeitschlacht schlagen, was meinst du? Ja, aber die würde ich vorschlagen, verschieben wir den nächsten Part. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Aber du kannst es schon mal starten, genau. Ja. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, Ralf! Let's play together Total War Rome 2 mit Ralf und Max. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut. Ciao.